Drehkick TV sucht das schönste Tor der Hinrunde 2014-2015. Macht mit und stimmt unter den 10 Kandidaten für euren Favoriten ab. Vorschlag Nummer 1, dieser Freistoß von Juan Carlos Alvarez Laube. Der Abwehrspieler soll normalerweise Tore verhindern, hier erzielt er die zwischenzeitliche Führung gegen den SSC Teutonia. Der 25-Jährige hat die Winterpause genutzt und sich zur Rückrunde dem FV Preußen Eberswalde angeschlossen. Tor Nummer 2 erzielt Benedikt Richter aus der zweiten Herrenmannschaft des BFC Dynamo. Dieser herrliche Heber verhindert aber nicht die Pokalniederlage gegen VSG Altklinike 2. Mit solchen Toren empfiehlt sich Benedikt Richter sicher schnell für die Regionalligamannschaft seines Teams. Und auch in der Halle wird ordentlich geballert. Vorschlag Nummer 3 ist dieser freche Hackentrick von Benny Doval. Am Ende reicht es nicht zum Turniersieg für den Friedenauer TSC, das Tor der Hinrunde ist aber möglich. Vor allem, wenn man so genial per Hacke den Torwart tunnelt. Der Vorschlag Nummer 4 erinnert an Arjen Robben. Aber es ist nicht der Bayern-Star, sondern Michael Thurm vom SV Buchholz. Mit solchen Toren kann der SV den Aufstieg in die Bezirksliga locker anpeilen. Tor Nummer 5 kommt aus der Jugend von Hertha BSC. Nemanja Motika vernascht erst die Abwehr, um dann per Lupfer abzuschließen. Der 11-Jährige mit serbischen Wurzeln zeigt mit seinen 1,43 Meter schon Riesenpotenzial. Onur Atesavci schießt Tor Nummer 6. Und was für eins! Mit bislang 18 Buden in der Hinrunde ist er maßgeblich an der Herbstmeisterschaft des 1. FC Schönebergs beteiligt. Bei solchen Toren muss das Team wohl bald den Aufstieg planen. Vorschlag Nummer 7 beantwortet die Frage, wie eigentlich ein perfekter Freistoß aussieht. Erhan Bayecici nagelt den Ball aus fast 20 Metern in den Winkel. Tor Nummer 8 erzielt Amir Mora. Nachdem der erste Versuch scheitert, trifft er umzingelt von 6 Spielern des SK Türkgücü das Tor. Am passendsten beurteilen die Fans am Spielfeld diesen Treffer. Weltklasse! Das war wie Robben! Nebenbei ist Amir Mora mit 16 Toren in der Hinrunde bester Schütze seines Teams. Kandidat 9 ist Mike Haubitz. In der Jugend von Hertha BSC ausgebildet, schießt er jetzt seine Tore für den SV Lichtenberg. Bei diesem Freistoß passt einfach alles. Den Vorschlag Nummer 10 setzt Marcel Knack vom Friedenauer TSC ein. Direkt angenommen schießt er den Ball durch die Beine des Torhüters. Bedanken darf er sich auch für die tolle Vorlage, die ihn zum Kandidaten fürs Tor der Hinrunde macht. Und hier nochmal alle Kandidaten im Überblick. Tor Nummer 1 war Juan Carlos Alvarez Laube mit seinem wunderschönen Freistoßtreffer. Kandidat Nummer 2 war Benedikt Richter mit dem Lupfer über den Gegner. Benny Doval hat mit seinem Hackentor die Halle zum Beben gebracht. Kandidat 4 muss den Vergleich mit Arjen Robben nicht scheuen. Michael Thurm schießt das Tor für den SV Buchholz. Tor Nummer 5 war Nemanja Motika. Der Jugendspieler lupft schon wie ein Großer. Tor Nummer 6 war der Fallrückzieher von Onur Adesavci vom FC Schöneberg. Kandidat Nummer 7 war Erhan Bayecici mit dem perfekten Freistoß. Kandidat Nummer 8 war Amir Mora vom BFC Tour Abdin, der allein gegen alle trifft. Tor Nummer 9 war Mike Haubitz mit seinem Freistoß. Gelernt ist halt gelernt. Und der finale Kandidat war Marcel Knack mit seinem Volley-Tor in der Halle. Spreekick TV wünscht allen Nominierten viel Glück.